Hallöchen, Freunde, und willkommen zur zweiten Auflage der Alliance League. Der ein oder andere wird die erste Runde schon mitbekommen haben. Damals haben wir allerdings Rocket League gespielt. Und es ist ja nicht so gut für mich ausgegangen. Da bin ich direkt nach dem ersten Match rausgeflogen. Und ja, diese Alliance League wollen wir jetzt regelmäßig machen. Dieses Mal ist die Wahl auf das Spiel Overwatch gefallen, wie ihr sehen könnt. Da bin ich ja auch nicht so ganz unbefleckt. Ein paar Spiele habe ich da ja schon gemacht. Kurz zum Spielmodus. Ich kriege irgendjemand von unserem Netzwerk, der da mitmacht bei dieser League. Das machen nicht alle mit. Kriege ich zugelost und dann spiele ich ein Match gegen die. In der Videobeschreibung habe ich dann auch den Turnierbaum verlinkt, wie es denn weitergeht. Und ja, der Spielmodus ist Mystery Heroes, also Überraschungshelden. Das heißt, wir spielen mit zufällig gewählten Helden ein One-on-One, Best of Three, also nach maximal zwei Punkten hat man gewonnen, wenn man die gewonnen hat. Also zum Beispiel ein 2-1 oder im besten Fall natürlich ein 2-0. Das ist die beste Ausgangslage. Dann ist der Zauber vorbei. Und in der ersten Runde spiele ich heute gegen den Rachel. Derjenige, der eben gewonnen hat, kommt in die nächste Runde im Turnierbaum. Allerdings ist es auch für den Verlierer nicht das letzte Spiel, weil wir machen eine Double Elimination. Das heißt, wenn ich verliere oder wenn Reggie verliert, also der Verlierer auf jeden Fall, macht dann in einem weiteren Spiel ein Match gegen einen Verlierer aus einem anderen Match. Und so gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, auch wenn man jetzt das erste Spiel verliert, am Ende trotzdem noch das Turnier zu gewinnen, weil am Ende diese zwei Bäume, die sich da letztendlich auftun aus Gewinnern und Verlierern, werden dann am Ende nochmal zusammengeführt und man kann immer noch Turniersieger werden. Und das Ganze machen wir vor allem, um eben Leute mal aus dem Netzwerk kennenzulernen, weil es ja doch immer ein bisschen schwierig, weil man sitzt ja nicht alle in derselben Stadt oder so, hat auch nicht immer Kontakt zueinander. Deswegen ist das eine ganz schöne Möglichkeit, ein paar Leute kennenzulernen und ich hoffe, ihr werdet Spaß dabei haben. Und jetzt höre ich auch mal auf zu sabbeln und wir gehen direkt in das Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und bis denn. Jetzt müssen die irgendwie cooler machen mit Explosionen und irgendwelchen Effekten. Genau. Also Kollegen, wir kriegen jetzt geht gar nicht. Random Helden und müssen uns dann die gegenseitig die Hucke kaputt schlagen, ne? Und Best of Three, aber ich weiß jetzt schon, ich habe ein bisschen Angst vor dir. Wir haben gerade schon mal ein Testmatch gespielt. Ja. Ich bin total auf Overwatch hängen geblieben, aber auch nicht. Okay. Das ist wie bei Call of Duty, ihr müsst die Schritte hören. Lautsprecher laut. Okay. Du spielst, jetzt spielen wir beide so ein bisschen sneaky, oder was? Oh, warte, ich friere, das ist mega kalt. Oh, hätte ich mal richtig Aim dabei. Oh, ich höre Schlitte. Oh, du Ratte! Oh, komm schon. Jetzt kriegst du die Prügel rausgeschmissen. Jetzt macht er mich kaputt. Oh, no! Oh! Das war nicht schlecht. Das war eine riesige Bombe. Das war echt krank. Aber er hätte gewonnen. Er hätte auf jeden Fall gewonnen. Hätte ich nicht die Bombe rausgeschmissen, hätte er auf jeden Fall gewonnen. Oh nein, Tracer. Oh. Da bin ich mal gespannt. Spiele ich ganz gerne. Ja, ich weiß natürlich nicht. Wobei die Schnelligkeit gefällt mir schon von dir. Die Waffen sind halt scheiße. Aber. Alter, ich krieg grad. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich hab überhaupt keinen Damage gemacht. Holy shit, Leute. Reload. Oh. Oh nein, Diva! Okay, Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Er hat mir schon so im Vorfeld berichtet. Oh ja, ich bin die Diva gehört. Oh, Metal. Ja, und ich hab ganz ehrlich, Leute, ich bin kein Diva-Spieler. Ich bin so der Rothog-Fanboy. Oben ein bisschen Kastanien sammeln, aber Diva ist echt nicht mein Ding. Ich hoffe, dass es mir irgendeinen Vorteil bringt. Auf jeden Fall kriegst du einen dicken, fetten Vorteil. Und eine Anzeige. So. Guck mal, da schießt der Drecksack schon. Er ist auch runtergesprungen. Oh nein, warum hab ich gedrückt, ich Idiot? Wie oft kannst du das eigentlich anmachen? Was ist das für ein Scheiß? Du musst nur immer wieder abbrechen. Man merkt, ich hab nie Diva gespielt. Ja, das gewinnt der Dick.
Noch bin ich nicht geschlagen! Jetzt wird's interessant! Jetzt wird's jetzt epischer Kampf, jetzt gibt's epische Musik. Nein, ich hab gewonnen! Verpiss dich! Verpiss dich! Nein, wieso trifft ihr denn dauernd? Das ist doch diese komische Kackbälle. Die ist voll effektiv, die Waffe. Echt? Die fliegen in Zeitlupe, diese Scheißteile. Wow, Leute, er schmeißt mir die Prügel raus. Ja, oh, endlich, ey. Es war Zeit. Ich brauche einen Rothog. Auf, Leute, würfel mal eine Runde Rothog hier. Oh nein. So gut. Den kann er natürlich auch. Ich habe vorhin schon verloren. Ich hab ihn gefragt, Leute, was spielt ihr denn am liebsten? Ja, ich spiele gerne Diva und ich spiele gerne Reaper. Rothog wird nicht drankommen. Hier kommen wahrscheinlich nur Krippelhelden für mich. Also Reaper ist schon bockhaft, Digga. Ja, hast du vorhin bei unserer kleinen Testrunde hast du gerockt. Ja, da habe ich aber einen Lucky Headshot gelegt. Das war eine Riesenbombe. Oh, Gott sei Dank, ey. Fuck that! Wenigstens konnte ich jetzt meine Behauptung, oh nee, nicht schon wieder. Leute, ich kann die auch. Warum kommt denn nur Held nicht ins Spiel? Verdammt, kann da nicht mal ein Hanzo, ein Soldier, ein Reinhardt, ein Lotto, ich hoffe nicht. Die kann ich nämlich nicht. Nein, die komische Stinkfrau kommt dran. Und die stinkt wirklich. Man muss sich immer ein Hintertürchen offen lassen. Hast du mich vermisst? Oh, das war knapp, ey. Das war mega knapp. Oh, shitty. Scheiße, verdammt. Uiuiui. Oh, die Waffe. Ja, die macht. Oh nein. Kann es sein, dass wir gerade fast wieder genau den Ton lassen? Ja, wir kommen. Ja, what? Leute, wir haben vorhin eine Testrunde gespielt und wir kriegen anscheinend genau die gleichen Kasper, die wir vorhin hatten. Irgendwas stimmt. Wenn wir jetzt halt, ich glaub, dann kriegen wir aber als nächstes Reinhardt, oder? Ja, genau. Theoretisch müssen wir Reinhardt kriegen. Das ist eine dicke Verschwörung, Leute, glaubt mir. Was ist das denn für ein komischer Radgoldball überhaupt, der da rumfliegt? Komm schon. Wieso verliere ich gerade? Gute Frage. Cool! Leute, ich habe ja gerade was so soll ich hab... Digga, du hast mir so viele Schaden reingehauen. Ey, ich frage, aber was ich nicht checke, warum ich überhaupt keinen Schaden bekommen habe. Warum denn Pharah? Ja, das ist echt nicht so premium. Also mit den Helden bin ich auch nicht so ganz zufrieden, ey. Nee, ich überhaupt nicht. Da. Aber Moment mal, meinen die mit Best of Three? Drei Runden. Nicht, dass wir, ja genau, davon drei Runden spielen. Insgesamt. Aber ich glaube, wenn einer zweimal hintereinander gewinnt, hat er gewonnen. Ja, genau. Genau. Digga, das hat mal der dickste Treffer, den ich jemals in diesem Spiel bekommen habe. Komm schon, noch ein Stück. Geht doch. Fuck. Oh, das war knapp, ey. Ja, die Runde geht auf jeden Fall an ihn. GG. Nee. Hä? Das war doch vorhin 7. Ja, das war vorher 7. Moment, da kommt noch eine Torpion-Runde. Oh Mann. Das ist jetzt noch nicht fertig. Da kommt noch eine fette Torpion-Runde. So, jetzt muss ich aber hier mal ein bisschen chillen. Lel. Oh, wie Brain AFK. So, das ist jetzt eine fette Camper-Runde, oh, Leute. Nee. Aber ja, gut, was sollst du machen, ey? Ich laufe hier gerade mal ein bisschen in meinem Areal rum, aber ich den hier nicht. Der chillt einfach. Oh, shit. Ah, da hinten gammelt der. Das wird übel, glaube ich. Lel. Oh Mann, wir werden so beide abwarten. Alter, ich treff nicht! Ja, normal, die Waffe ist auch verkrüppelt. Oh, Gott sei Dank. Was? Ja. Alter, der mir die Brücke. Boah, das war knapp, ey. Okay, das war ein mega Scream gerade. Ja, nice. GG. 101 geht an ihn. Oh, dafür gibt's sogar. Aber die beste Runde, finde ich, war. Die Diva. Ja, die war episch. Aber wie gesagt, nur Held, mit denen ich nie. Ja, vielleicht kriegst du jetzt die guten. Ja, hoffen wir mal, ne? Wird spannender. Runde 1 geht an die Best of Three.
Oh, wir haben sogar EP, wie knuffig. Guck mal hier, boah, ich hab 1000 EP bekommen. Huiuiui. Ah, mein Gott. 1481 okay. Premium. Aber kriegt man nicht irgendwie nochmal Statistik oder so, nur wer gewonnen, bla bla. Doch hier, hast du noch. Ja, aber irgendwie so Trefferquote und so ein Shit. Also das merkt man sich so, weiß ich gar nicht. Aber wie heißt dieses komische Vieh, was wir beide noch nie gespielt haben? Irgendwas mit, ich hab keine Ahnung, Mann. Oh, nee, das ist doch nicht euer Ernst. Ey, warum nicht? Okay, Runde 2. Best of 3. Ja, McCree am Start. Und naja. Wo bist du? Ich bin gespannt, wie du jetzt spielst, ja. Ob du was änderst. Nö, ich hätte dir die Bombe noch nicht lassen. Oder du mir. Wer weiß. Alter. Alter, ich hab die Bombe in der Luft kaputt geschossen. Das hat das ausgeschaut für mich. Wieso trifft der Typ immer? Das wird übel. Das wird richtig übel. Nein, ey, du bist so gut mit McCree. Nein, ich zuck den kaum. Ich brauch einen Soldier. Ich brauch einen Hanzo. Ich brauch einen Rothog. Nein, kein Bastion. Ey Leute, ich muss euch nachher mal meine Statistiken nach dem Spiel zeigen. Ich glaub nichts mehr, was ich spiele. Dowie, 8 Stunden Reinhardt, 8 Stunden Rothog. Ich muss echt mal mehr Helden spielen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ey, wir werden beide 100 pro das gleiche machen. Ah, du hast mich schon gesehen. Egal, ich hab dich scheiße. Schon gesehen. Du da hinten rum. Man denkt, ich bewege meinen Arsch jetzt. Richtiger Gaudi hier. Nein, hör auf. Boah, das wird so übel mit Bastion. Wäre jetzt schon keinen Bock drauf. Okay, ich muss schießen. Das hat mich ein Problem nachgekriegt. Alter, wo bist du? Ich hab keine Ahnung. Ich lauf einfach gerade rum. Ich frag mich. Aha. Oh oh. Bastion ist echt der behindertste Held für sowas. Überhaupt, ja. Ich meine, da hätten die viele andere reinmachen können, ja. Und die stehen da. Das wird so lange dauern, die Runde. Aha, ja, so läuft der Hase, ja. Hehehehe. Gibt's eigentlich ein Zeitlimit, weißt du das? Nö, unendlich. Gegner aufgedeckt. Warum? Ah. Nein, es gibt ein Zeitlimit. Crazy, hab ich auch noch nicht gesehen. Toll, das ist ein Höhenvorteil. Ah, das macht mich Brain AFK. Das macht mich so Brain AFK, hör auf. Noch 30 Sekunden. Scheiße. Hast du gut gespielt, ey. Hast du richtig gut gespielt. Danke, danke, danke. Da war ich dumm. Oh, komm, oh nein, Alter. Nicht May. Noch so ein Krüppel. Lel. Die machen aber ganz schön damage, die Dinger. Jo. Ich glaube 3 oder 4. Spätestens bist du down. Das war knapp. Nee. Lel. Nein, 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 nein!
Oh, oh shit! Oh, guck mal! Oh. Du hast dich ja gerade mega weg. Ja, ich habe eine Mauer unter mich gesetzt. Ich hatte gehofft, dass ich dich kriege. Oh nein, ich schon! Ja, ich wollte erst eine Mauer vor die Tür machen, dass du nicht die Tür abmachen kannst. Dann dachte ich mir, komm, das kriege ich noch hin. Ja, hast du. Alter, jetzt ziehst du mich aber ab, ey. Komm schon. Komm schon. Hab ich gesehen, ja. Geht doch. Ah! 40 Leben. Wie viel AP? 40. Das war, ja, ging noch, aber. Oh nein. Alter, wir haben echt. Oh nein. Das ist doch. Wir kriegen dieselben Helden wie in unserer Testrunde. Da hätten sie schon ein bisschen innovativer sein können, so, ey. Komm schon. Aber naja. Ah, shit. Nicht schlecht. Hui. Holy Guacamole, Leute, ich bin da richtig angekommen. Ich spiele jetzt. Oh, nicht schon nach. Scheiße, Mann. Ja, und gleich gibt's wieder eine Runde Diva. Das wäre gut. Das wäre gut. Drauf. Ich muss ausgleichen, aber das wird super schwierig. Nicht unmöglich. Brain Afka, Brain Afka, Brain Afka. Geht doch. Fuck. Eieiei. Es ist aber. Ja, auf jeden Fall, Digga, du bist für das Level, Alter. Knapp Level 30. Oh, jetzt ziehst du mich ab, ey. Jetzt muss ich jetzt gewinnen, ey. Ich hab die ganze Zeit von Soldier gelabert. Stimmt, jetzt musst du liefern, ey. Jetzt musst du liefern. Ich liefern. Alter, du hast mich schon fast gekillt. Ja, ich hab mit der Kugel getroffen. Alter. Ich mach einen Abgang. Wo bist du? Lel? Oh, das ist mega räudig, was du da gerade machst. Tust du dich gerade ducken hinter dem Tisch? Oh, fuck. Ein übles Match noch. Ja. Boah. Du bist so viel besser damit. Ich kann echt gerade nur rennen. Lol, wo bist du denn, ey? Oh, jetzt wird's kritisch.
Okay, geil, ich bin gespannt. Wir haben einen fetten Wallhack am Start. Oh fuck. Ich hab dich im Visier. Ich hab dich im Visier. Nein! Oh. Ah, das war's schon in der Runde, okay. Oh, wir müssen also vom Best of Three müssen wir echt alles machen. Das war Best of Three, Runde 2. Oh. Nun kommt das Finale. Jetzt will ich nochmal ganz schnell Brain AFK werden. Ja, das war aber echt gut, das hast du richtig gut gemacht. Hatte ich keine Chance. Ja, der Damage ist auch mega stark von seiner Ulti. Hui, boah, 2-0 gewonnen, ey. So, ich muss ja theoretisch noch ein Spiel spielen. Genau. Gehen. Jetzt steht's 1-1. Das wird echt. Das wird eine knappe Kiste, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt kommt's echt auf die Helden an. Wenn du jetzt nochmal McCree, komme ich überhaupt nicht drauf klar. Wenn du Hanzo kriegst, hast du gesagt, bist du gut, dann habe ich keine Chance. Den kann ich nämlich nicht so wirklich. Oh nein. Runde 3 startet. Rotor. Okay, Diggas, die jetzt ohne Scheiß. Rotor. Shit. Wenn ich damit verliere, wenn ich jetzt mit Rotor verliere, Leute, das ist nämlich echt persönlich, wirklich. Ich kacke dann komplett auf mein Leben ab, wirklich. Also wenn ich mit Rotor verliere, kacke ich komplett auf mein Leben ab. Komm schon. Yes! Ich glaub's! Wie kann ich mit Rotog verlieren, Leute? Ich bin ganz konzentriert. Wie kann ich mit Rotog verlieren? Und dann Leute, und dann verdammt tue ich auch noch die Hook verfehlen! Ey, nee, das ist gerade echt. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel, Leute. Mit Rotog noch gefällt. Einen Augenblick. Warte mal ganz kurz, bevor wir starten. Einen Augenblick, bitte. Okay. Also das hat mich... Nee, Rotok. Dass du mit Rotok gewonnen hast, das kann ich nicht glauben, ey. Jetzt gewinnst du. Rotok ist mein Main. Okay. Rotok ist mein Main, da bin ich fast ein bisschen stolz auf mich. Das ist halt schon bitter. Auf Moose darfst du. Ohne Scheiß. Aber ich finde, das ist immer was anderes, wenn du gegen den gleichen Held nochmal spielst. Ich wette, wenn ich irgendwas anderes bekommen hätte, quasi, wenn es halt nicht irgendwie Identical Hero ist, ich glaube, du hättest mich voll fertig gemacht. Oh, jetzt spielst du ein bisschen defensiver. Ist nicht gut. Gott sei Dank. Ich glaub's einfach nicht. Alter, du warst fast tot. Ich konnte nicht mal mehr mich heilen. Oh mein Gott, jetzt noch die. Ey, das wird der dick gewinnen. Ich hätte echt mehr aufgespielt. Ich habe auch echt überlegt, deswegen hatte ich dich vorhin auch erstmal gefragt, ja, wollen wir das heute schon machen? Ob ich nochmal üben soll vorher. Ja, wegen üben. Der scheiß schon wieder an. Das ist, glaube ich, eine der stärksten Waffen im Spiel. Auch wenn die echt richtig scheiße ist. Boah!
22 HP ich noch, ey. Das ist einfach nicht. Er gewinnt 3 oh no. auf Reinhardt. Ja, jetzt, aber bei der letzten Runde hast du, glaube ich, 3-0 geführt. Oder 4-0 sogar. Ja, ja, ich weiß. Ich bin einfach. Keine Ahnung, was da drauf geht. I know. Ah, das ist unglaublich. Das werde ich jetzt richtig verkacken. Ich glaub's nicht. Das war's. Das war's, ich hab verloren. Shitty. Das war's. Der Crip hat gekillt. Das wird aber. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Not bad. Nee, ich kann den nicht. Du hast gut gemacht, mich auf Entfernung gehalten. Oh nein. Nein, habe ich noch nie gespielt so richtig, ehrlich gesagt. Ja, ich kann auch nicht. Komm nicht auf. Ich spiele eigentlich, Digga, ich spiele nur Roadhog. Ich spiele Overwatch nur mit Roadhog. Roadhog und Reinhardt. Und ab und zu mal Soldier und Hanzo. So. Aber das ist unglaublich. Das wird schon. Aber gut, dann haben wir wenigstens dieselbe Voraussetzungen. Ja, du hast deine Helden, ich habe meine Helden. Scheiße, Alter. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. So, und jetzt gibt's nochmal einen schönen Reaper und dann ist es fertig mit der Welt. Oh no. Oh. Oh. Aber ich wette, jetzt gibt er mir wieder. Ich könnte fast meinen Arsch drauf verwenden. Ich bin da so von überzeugt, dann kriege ich so eine fette Prügel ausgeschmacht. Hanzo ist so der dritte Held, den ich mal spiele, aber den auch nur, wenn ich auf nichts anderes Bock habe. Okay. Alter. Respekt. Ja, ich hab da einen Wallhack dran geschossen, dass ich dich sehe, wohin du da langläufst und so hab ich dich auch gekriegt. Komm schon. Reaper. Jetzt wird's nochmal spannend, warum ausgerechnet? Warum spannend? Du hast Reaper. Das ist total kacke. Jetzt bin ich aber auch gerade echt ein bisschen angespannt. Weißt du, ist ja eigentlich hier nur so just for fun, ein bisschen die Leute aus dem Netzwerk kennenlernen und so. Dann bist du vor einem erbitterten, blutrünstigen Kampf. Auf Leben und Brot. Wieso trifft er denn immer, Mann? Das war für verloren. Boah. Ja, verloren. Was kommt jetzt Schönes? Oh no! Bastion! Alter, das ist doch jetzt nicht echt euer Ernst, als Matchballrunde ein Bastion davor gesetzt zu kriegen, ey. What? Wie siehst du mich? Digga, du guckst mich in die Ecke. Wo bist du? Ich hab keinen Dunst. Ich weiß nicht, wo du bist. Also so gar nicht. Hä? Ah, da! Alter. Ah, ja, das ist der Ofen. Ich muss erstmal gucken, wo du bist, ey. Sonst habe ich echt das Problem gekriegt. Ich glaube, es wird echt wieder drauf hinauslaufen, wer kriegt als erstes das Ulti. Ja, die Ulti, genau. Yes! Ich glaub's. Oh, Gott sei dann Dank. GG, Digga. Oh, aber du warst echt ein guter Gegner, ey. Jojo, du auch. Nice. Aber es ist nicht dein letztes Match, nicht vergessen. Wie ist nicht mein letztes Match? Ah ja, ja, stimmt, wir haben ja noch. Wir spielen Match. Ja Double Elimination. Du kriegst noch einen anderen Gegner. Und wenn ich gegen dann den kommst gewinne, du, glaube ich, weiter.
Bin mir nicht sicher, aber du hast auf jeden Fall noch einen zweiten Gegner. Und der ist wer? Das weiß ich nicht. Das kommt jetzt, glaube ich, erst, wenn wir gespielt haben und unser Ergebnis geappt haben. Okay. Genau das war nämlich das Problem. Also, ich weiß nicht, ob deine Zuschauer das wissen, aber es gab ja schon mal Overwatch League. Alliance League mit Rocket League. Und da gab es nämlich nur halt Single Elimination. Wenn du ein Spiel verloren hast, warst du raus. Fertig. Und das wollten wir halt dieses Mal vermeiden. Und deswegen hat jeder zwei Spiele mindestens. Was ich sehr viel geiler finde. Okay. Weil du dann halt noch ein bisschen auch noch was zeigen kannst. Mhm. So, das heißt in dem Grunde, wenn ich theoretisch gegen jetzt meinen Partner gewinnen würde, dann kann ich doch noch weiterkommen, schon, ja. Oder wie? Das heißt, wir könnten uns vielleicht, wenn es darauf hinausläuft, du gewinnst gegen den, ich gewinne nochmal gegen den, dass wir vielleicht auch nochmal gegeneinander treffen. Warte mal, ich guck mal kurz in unserem Tree. Ja, trag schon mal ein. Genau. Weil das ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Wie gesagt, wenn du nur ein Spiel hast, ist es so schnell vorbei. So, Participant. Ich weiß nicht, nimmst du noch auf? Ich nehme noch auf gerade. Ja, nee, ich mach gleich nach. Ah, perfekt. Also, Moment, dann lass mich nur kurz gucken mit der Alliance League. Genau, wir spielen jetzt in dem Bracket. Zeigen wir die Public Page. Und Double Bracket. Genau, wir spielen heute. Wie das genau. Wir spielen heute auf jeden Fall und dann kann es sein, dass wir, ich glaube, im letzten Match aufeinandertreffen. Also, wenn du jetzt beim nächsten Gegner gewinnst, können wir im Finale aufeinandertreffen. Mhm. Eigentlich ziemlich geil. Okay, gut. Ja, dann muss ich eine Menge gewinnen, Alter. Aber was würde passieren? Du hast ja gegen mich gewonnen, aber was würde passieren, wenn du in der nächsten Runde, die jetzt kommt, verlieren würdest? Das weiß ich nicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Das weiß ich nicht. Es kann auch ein bisschen daran liegen. Das Problem ist, das Turnier war eigentlich auf 36 Leute ausgelegt. Ich weiß nicht, was passiert, weil jetzt sind wir nur 18. Aber ich glaube, da machen wir uns alle nochmal schlau. Deswegen hau die Abmoderation raus. Jo. Ja, mach ich dann. Hier, wenn ich mit meinen Zuschauern rede. Also ich schmiert mich dann immer an, weil ich einfach Swing gemacht habe. Also Amoderation und Abmoderation. Alles klar. Ja, so ein eigenes Ding. Gut. Du hast eingetragen. Nee, oder? Noch nicht. Mache ich jetzt sofort. Und ich bedanke mich auf jeden Fall. Hat super Bock gemacht. Und war echt spannend, auf jeden Fall.